Ja, hallo, liebe Freunde. Ja, ich sehe, dass ihr euch sehr beschäftigt mit unseren Vorhaben, die vielen Anfragen und ja, die vielen Bemerkungen und die Infos, die ihr mir dazu schickt. Ja, ich nehme schon alles auch gerne an und schaue mir auch an, welche Anregungen ihr habt. Es sind viele gute Sachen dabei, sieht man auch, dass ihr schon lange in der Branche seid und auch Bescheid wisst über die Branche und auch mir recht gebt. Das freut mich, dass es notwendig ist, hier eine gewisse Seriosität hineinzubringen, um für Unternehmer dieses Business auch attraktiv zu machen. Und genau das schwebt mir ja schon seit vielen Jahren vor. Es war aber die Zeit noch nicht reif dazu, weil die Unternehmen, die Network-Unternehmen selbst, nicht reif dazu waren oder noch nicht bereit waren, diesen Weg zu gehen, weil sie noch nicht die Tools zur Verfügung stellen wollten oder gar nicht auf die Idee gekommen sind, aber auch, weil sie ja, die Voraussetzungen nicht geschaffen haben. Viele davon haben heute noch nicht einmal einen personalisierten Online-Shop, was ja die Grundvoraussetzung für ein Long-Distance-Business ist. Aber gut, ich habe ja mich noch einmal entschlossen, das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, hier eine Herausforderung anzunehmen und noch einmal eine von der Pike auf eine weitere neue Struktur. Ich habe alles andere abgegeben, weitergegeben und kümmere mich jetzt um den Aufbau dieser speziellen Struktur bei PM mit den Fitline-Produkten. Nur, dass gleich klar ist, dass, warum machst du das da nicht, warum machst du das dort nicht und warum aus nur hier. Der Grund ist, weil ich genau diese Company seit mehr als 25 Jahren kenne, dort exzellente Partner drinnen habe, da Freunde drin habe und auch weiß, wie die ticken, wie die arbeiten und wohin für die die Reise geht. Die haben hier inzwischen Umsatzzuwächse, von denen können andere Unternehmen nur träumen. Aber was, es geht nicht nur um die Umsatzzuwächse oder um den Zulauf von Kunden, sondern auch um den Zulauf von qualifizierten Unternehmerpartnern. Und das ist für mich wichtig, dass hier Unternehmer, also Geschäftsleute, interessiert sind an diesem Business, weil es a salonfähig geworden ist und b, weil es ein Green Business geworden ist. Ein reines, echtes Green Business. Weil damit mit der Umstellung dieser ganzen Aktivitäten von der Firmenseite her, von Unternehmen her, diese tausende Kilometer auf den Autobahnen und von dem Meeting und vor Ort und so nicht mehr notwendig sind, weil die Firma alles auf Long-Distance-Business umgestellt hat. Und das ist für mich auch, dass es jetzt, wie ich schon meinen Begriff Lifestyle-Business schon seit 15, 20 Jahren habe, das jetzt passt. Das ist jetzt ein Lifestyle-Business für Unternehmer. Und wenn Sie jetzt fragt, na warum Unternehmer? Freunde, ich bin Kaufmann in erster Linie. Aber jeder Networker, der in dem Online, also im Network Marketing Geld verdient, ist ein selbstständiger Unternehmer. Das müsst ihr mal wirklich behirnen. Ihr seid Unternehmer und nicht Networker. Nein, Unternehmer. Du hast zwar nicht das unternehmerische Risiko, du hast auch nicht die Sorgen und von, ja, für die Partner oder für deine Angestellten hier, dass du, weil du ja keine Angestellten hast, dass du hier die Löhne, die Abgaben und so weiter und sogar die Pensionsrückstellungen und, dass du dir das alles ersparst. Nicht nur, dass du die Scherereien nicht hast, sondern auch, du musst das Geld ja nicht verdienen, dass du dann diese Löhne bezahlen musst, weil sie ja nicht anfallen. Du hast das Einzige, was du hast, für dich selbst, deine Provisionen, den Ertrag aus deinem Geschäft hast du zu versteuern, hast du ordnungsgemäß deine Abgaben zu erledigen und das war's dann auch. Und daher, weil das alles auf Long Distance aufgebaut ist, oder zumindest überwiegend, natürlich steht es jedem frei, auch noch
seine Treffen zu machen oder wie es auch hier teilweise als Hybrid läuft, hier Treffen, andererseits Online-Business. Aber es ist nicht mehr notwendig. Du kannst an diesen Veranstaltungen via Internet, mit WSRP und einem eigenen Fernsehsender, hier teilnehmen. Du kannst dabei sein, also wenn du vor Ort wirst, du kannst aber auch hinfahren und vor Ort, wenn du die Einladung hast, ja, teilnehmen dort und fertig. Also kann, es ist offen, aber es muss, ist nicht mehr muss. So, und daher ist es salonfähig geworden. Und das ist das, wo ich sage, jetzt kann ich hier eine komplett neue Struktur aufbauen. Nicht für mich, sondern erst eine für unseren Martin und weitere von mir ausgesuchte Partner, also Führungskräfte, die sich hier anschließen, die hier einsteigen, die hier mitmachen. Und für die oder mit denen gemeinsam bauen wir diese neue Struktur auf. Lifestyle-Business mit Niveau und mit Anstand zum Wohlstand. Das ist ein Anspruch, den ich hier habe und den ich auch hier einbringe und auch lebe. Das heißt, mir ist ganz, ganz wichtig, dass hier ein gewisser Stil drinnen ist. Ich werde es immer wiederholen, solange bis versteht, was ich meine. Einen Stil, der mit Anstand und mit gepflegten Innen und Außen verbunden ist. Denn das habe ich immer gesagt, wenn dieses Schleißige von außen, dann kommt das Lockere, haha, und so, also dann stimmt die Sprache nicht mehr, dann passt es ja nicht mehr für die Unternehmer. Dann stimmt auch das Gehabe nicht mehr, dann passt es ja nicht mehr für die Unternehmer. Dann ist es im unseriösen Keilertum, dann passt es nicht mehr für die Unternehmer. Das heißt, wir müssen alles tun und ich werde alles da ansetzen, dass es hier für einen Unternehmer etwas ist, der sagt, wow, das ist eine Marke. Das hat Niveau. Damit kann ich mein Business betreiben von meiner Villa im Grünen, ohne dass ich durch die Gegend saus fürs Business und ohne dass ich mich vor meinen Geschäftspartnern oder meinen Freunden genieren muss. Hier sind keine Proleten drin oder keine Reste oder mehr. Nein, nicht in dieser Gruppe, in dieser Lifestyle-Gruppe, die ich hier organisiere und aufbaue. Hier geht es Anstand und mit einem gewissen Niveau. Aber auch das Ziel ist hier ein gehobener Lifestyle. Nicht, wir müssen das und wir müssen noch ein Auto, so eine, dieses, ah, mit Gewalt muss man. Nichts. Ein Lifestyle, ein gehobener Lifestyle, der den jeweiligen Situationen und auch Einkommensgrößenordnungen angepasst ist, aber wo völlig stressfrei und ohne Hektik in einer sogenannten noblen Gelassenheit die Geschichte nach oben geht. Und das ist hier nicht, ach, ich habe die Position und da bin ich. Na, ob du jetzt Präsident bist, du bist nicht Präsident von irgendwas, sondern du hast eben eine Stufe, die sich im Präsidentsteam nennt. Du bist in einem Team, das heißt halt Präsident, weil du eben so und so viele Partner drin hast, so viele Qualifizierte und den Umsatz machst. Das muss jedem klar sein. Also sich etwas einzubilden, dass er jetzt an irgendeiner, da gibt es ja Porto, die glauben jetzt, sie sind jetzt Präsident. Ja, du bist in einem anderen Level, was das wunderbar, dass du das erreicht hast. Aber sei glücklich, dass es, aber du hast es nicht erreicht, weil du so gut bist, sondern weil du diese Gesamtheit im Auge hast und betrachtet und gepflegt hast, dass du entsprechende Anzahl von Kunden in die jeweiligen Teams eingepflegt hast und eine Kundenbetreuung mit Niveau gepflegt hast oder pflegst, aber auch einen gepflegten Umgang mit deinen Partnern hast und eine Wertschätzung hast deinen Partnern gegenüber. Nicht nach unten trittst, die müssen jetzt produzieren. Na, das ist nicht, das passt nicht in diese, ich möchte das in diesem Team nicht drinnen haben. Wer in dieses Team reinkommt, sollte wissen, muss wissen,
Hier geht's mit Anstand zum Wohlstand. Es ist keine Schande, 20, 30, 40.000 Euro oder Dollar monatlich zu verdienen. Ich sage zu verdienen. Das heißt, du musst vorher andienen und deine Dienste leisten, dass du dann diese Erträge einsammelst oder eben Erträge deines Geschäftes dann hast. Dort, dass ihr versteht, hier kommt nicht jeder rein. Ich gebe hier nur Leuten, die dafür notwendig oder dafür passende ID-Nummer, wo er sich anmelden kann, mit dem Anmeldelink, wenn ich vorher das Gespräch geführt habe mit der Person und wenn ich sehe, okay, der passt hier herein. Wir machen keine Massen, denn ich weiß ja, dass aus 5 25 werden, aus 25 125, 600, 1600 und. Also ich weiß ja, wie die Empfehlung geht. Bin ja seit mehr als 55 Jahren im Business. Also es geht nicht darum, 3.000, 5.000, 17.000 Likes zu haben und Adressen zu haben. Was wird der Blödsinn? Ne? Das sind die machen, die glauben das. Aber wenn es um Lifestyle geht, wenn es um Niveau geht, dann geht es nicht um Masse. Die vielen, vielen Kunden, die vielen, vielen Partner, die dann froh sind, also ich bin in einem anständigen Team. Denn die Firma ist anständig. Aber es gibt sehr wohl noch Partner, die glauben, sie müssen den Druckkeiler spülen. Die meide ich. Die werden nie von mir eine ID-Nummer kriegen, wo sie sich registrieren kann. Oder sogar noch Unterstützung kriegen von mir. Ich suche mir ganz gezielt die Leute aus, wo ich sage, ja, den werde ich auch sagen, okay, du bist okay, du passt in das Team ein. Ob Männern, Weiblein, Jung oder Alt, ist mir völlig egal. Ob der dreifache Doktor ist und vorher was für eine große Firma kommt, ist mir schnurzegal. Wenn du in dieses Business einsteigen willst, in unser Team, in dieses Lifestyle-Team, dann bitte, das sind die Kriterien, das sind die Voraussetzungen und genau nach denen halten wir uns. Niveau, Niveau und nochmal Niveau. Anstand und Ehrlichkeit. Und natürlich auch der Wille, mit Niveau nach oben zu kommen. Und es funktioniert. Es ist so einfach, Freunde. Aber nicht einfach mit den falschen Leuten. Daher die Auswahl. Und ich kann nur jetzt sagen, melde dich an, wenn du oder wenn sie, bin ja ein freundliches du oder wie auch immer, wenn du dich spürst, weißt, fühlst, dass du die DNA eines ehrlichen Leaders, also Teamleader in dir hast, dann, und du auch frei bist, ich will niemanden von irgendwo abwerben. Nur wenn es so ist, dass du schon, weiß ich, wie lange in einer Firma bist, gibt es ja genug da nicht, wo der Firmenchef oder der CEO zu blöd ist oder zu gierig ist, dass er den Leuten das Werkzeug zur Verfügung stellt oder dass er überhaupt ein personalisiertes Business zur Verfügung stellt, ein Online-Shop zur Verfügung stellt, dann hast du dort keine Chance. Und warum sollst du in einer Firma weiterbleiben, wo der Unternehmer zu blöd ist oder zu gierig ist, zu geldgierig ist oder was auch immer, oder einfach unfähig ist? Dort hast du als Unternehmer nichts verloren. Und da kommt auch kein Unternehmer hin. Und diese Schamanengeschichte, was wir da haben, die ist auch zum Vergessen. Das läuft sich ja tot. Wir brauchen ein offenes Business, das für eine große Zielgruppe, breite Zielgruppe offen ist, aber wo klipp und klar die Produkte beschrieben sind, wo die nicht in Kammern, ja, wir haben das, na, ganz offen, was ist drin, wie funktioniert das, wo Tausende bereits im System sind und schon Nachweis da ist, dass die Produkte funktionieren, dass auch die Betreuung funktioniert und dass die Leute in 2, 3 Jahren fast bis auf die höchsten Ebenen raufkommen. Das ist für mich das Wichtige. Du kannst nichts davon haben, wenn du irgendwann in einer Firma sitzt und du kommst nicht herum. Und das ist jetzt der Aufruf. Noch einmal. Bist du offen für was Neues? Bist du offen für etwas Zukunftsorientiertes? Aber bist du auch interessiert, ein sicheres Business zu haben? Ein Business mit einem Unternehmerpartner und auf einem Unternehmen, das mehr als 25 Jahre am Markt ist und dich jetzt
kurz davor sind, die 3 Milliarden Umsatz zu erreichen, wo 40, 42, 45% also jährlicher Umsatzzuwachs da ist und wo ein Zulauf von Kunden und Partnern da ist. Wenn das für dich ein Angebot ist und was du, wenn du dafür offen bist, dann bitte persönliche Info an mich oder geh auf die Seiten, klick an und gib mir rein, WhatsApp-Adresse oder schreib dazu mit Facebook, wie auch immer, wie du erreichbar bist. Dann nehme ich mit dir Kontakt auf und dann schauen wir, was ich für dich oder was wir gemeinsam machen können. Du kannst aber auf die Facebook-Gruppen kommen, Lifestyle und Business, oder einfach hier in dieser Gruppe dich eintragen und dass du mehr Informationen kriegst, dass du dann auch mehr Sicherheit kriegst. Okay, die Jungs machen es da ehrlich. Oder hier, glaube ich, bin ich gut aufgekommen. Ich kann das dir sagen, hier bist du gesagt. Wir haben jahrelang Erfahrung, über 50 Jahre in dem Business. Ja, und meine Partner und Freunde sind alle in ihrem Gebiet Experten. Und du kannst sicher sein, hier hast du alles, was du brauchst. Du brauchst nicht zusätzlich investieren und so weiter. Also es ist angerichtet für alle, die offen sind. Ich sage es noch einmal. Wenn du frei bist, offen bist und sagst, ja, ich muss was verändern, ich will was verändern, ja, dann passt. Ich will niemanden von irgendwo abwerben, wo er sagt, ja, dann haut es mich dort. Nein. Bist du dort zufrieden, dann bleib dort. Weil du fängst hier wieder frisch an. Aber ich kann dir sagen, innerhalb von kürzester Zeit bist du hier gut, nicht nur gut aufkommen, sondern bist du im Einkommen, wo du sagst, du kannst damit deine Familie oder dein Leben finanzieren. Okay, also alles Liebe, tschüss, Baba.